Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 4. Rechte Angriffe und Bedrohungen mit Wiebke Elze. Bevor wir mit dieser Folge starten, eine kurze Bemerkung aus der Postproduktion. Wir haben diese Folge im April 2024 vorproduziert. Danach gab es mehrere, auch heftige Angriffe auf verschiedene KandidatInnen der Europawahl, der Kommunalwahl, und wir gehen auch davon aus, dass jetzt während den Landtagswahlkämpfen wieder Wahlhelfende attackiert werden. Es geht in dieser Folge auch um Gewalt gegen PolitikerInnen, aber vor allem auch, was im April noch sehr aktuell war, auf Privatpersonen und zivilgesellschaftliche Institutionen. Hallo Wiebke, wir beginnen mit unserer Standardfrage. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur? Ich bin dem auf der Spur, was mich schon auch aus meiner Biografie her seit langer Zeit beschäftigt. Ich habe nämlich ganz unfreiwillig im Laufe meines Lebens Expertise im Umgang mit rechtsextremen Angriffen und Bedrohungen sammeln können. Angefangen damit, dass ich aufgewachsen in den 90er Jahren in einem Berliner Bezirk bin mit rechtsextremen Strukturen, bei dem ich sehr viele private Erfahrungen als jugendliche Antifaschistin sammeln konnte, mit Bedrohungen, mit Angriffen und auch mit dem, was ich an zivilgesellschaftlicher Courage, Zivilcourage vermisst habe, wenn es zu solchen Angriffen und Bedrohungen kam. Das habe ich dann in meiner Tätigkeit in einer Berliner Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus ganz besonders erfahren können. Seitdem arbeitet Wiebke als Moderatorin und Beraterin sowie als Trainerin in den Bereichen Prävention von extremrechter Gewalt sowie Rassismusprävention, Antidiskriminierungsarbeit und Empowerment, unter anderem für die Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin. Dort hat sie unter anderem die Beschwerdestelle Antifeminismus mit aufgebaut. Könntest du uns zum Start einmal die gängigsten Formen von Attacken durch Extremrechte skizzieren? Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Palette an Angriffen. Sie reichen in der ersten Form und vielleicht ja auch einer der weit verbreitetsten Formen von gewalttätiger Sprache, also das, was wir auch Hasskommentare nennen, das, was wir als Hate Speech kennen, über so vor allem auch soziale Netzwerke verbreitet, dann in Form auch von gezielten Shitstorms, die einzelne Personen oder Organisationen betreffen können. Wir sprechen auch von Formen von Cybergewalt, also in dem Menschen direkt in Online-Räumen diffamiert, bedroht werden, in dem ihre Daten veröffentlicht werden, also private Adressen veröffentlicht werden. Das wird dann Doxing genannt. Es gibt Negativkampagnen, also in dem ganz gezielt Personen oder Organisationen delegitimiert werden, also in dem Lügen, Falschdarstellungen über sie verbreitet werden, gerade auch wenn es Organisationen betrifft. Das betrifft auch die Amadeo-Antonio-Stiftung, kann es auch so weit gehen, dass es sich an Fördermittelgebende richtet und dort versucht wird, zum Beispiel die Finanzierung in Frage zu stellen oder in dem mit kleinen Anfragen, mit parlamentarischen Anfragen gearbeitet wird und die Arbeit immer wieder auf diese Weise sowohl in Frage gestellt, aber auch behindert wird. Es gibt neben dem Doxing, also dem Veröffentlichen privater Daten, auch das Veröffentlichen von Fotos von engagierten, zivilgesellschaftlich Engagierten mit Namen und zum Teil auch Adresse auf rechtsextremen Seiten oder solchen Plattformen wie Wikimania, was auch KollegInnen von mir schon passiert ist, und damit verbunden eben immer wieder konkrete persönliche Bedrohungen, das Ankündigen von Hausbesuchen, das auch tatsächliche Auflauern vor dem Büro oder vor Privathäusern. Wir sprechen von Silencing, also dem bewussten zum Schweigen bringen von Menschen als einer Strategie, sie aus dem Diskurs auszuschließen, also sie wirklich mundtot zu machen und damit auch eine Strategie der Destabilisierung zivilgesellschaftlicher Räume und einer Diskursverschiebung nach rechts. Ja, das Arbeiten mit Anzeigen, mit Unterlassungsklagen und
im schlimmsten Fall dann der gewalttätigen Form auch bis hin zu Überfällen, Brandanschlägen auf Parteibüros, Privatwohnungen, bis hin zu Attentaten. Wir kennen da sowohl die Ermordung von Walter Lübcke, ne, in seinem Privathaus, als auch rechtsterroristische Attentate sozusagen als letzte Form und Konsequenz, wie die Anschläge von Halle oder Hanau. Ich würde gerne explizit mal auf Shitstorms eingehen. Wo würdest du sagen, liegen die Besonderheiten rechter Shitstorms im Unterschied zu beispielsweise Beschwerdemails in Massen an Unternehmen? Ja, ich würde sagen, ein ganz zentrales Unterscheidungsmerkmal ist hier, dass rechte Shitstorms nicht aus einem Impuls heraus erfolgen oder aus einem Affekt, sondern dass sie Teil einer Strategie sind, einer ganz bewussten Strategie, unliebsame Stimmen und damit eben auch Menschen mundtot zu machen und letztlich aus dem Diskurs und daraus weiterfolgend auch aus der Gemeinschaft auszuschließen, also aus der Gesellschaft auszuschließen. Das heißt, es geht hier immer auch um gezielte Einschüchterung. Es geht um das Zermürben von politischen AkteurInnen. Es geht aber vor allem um Machtdemonstration und wirklich die Versuche, die Ideologie, also die rassistische, die völkisch-nationalistische, die antifeministische Ideologie zu verbreiten. Und dabei eben immer wieder Feinde zu markieren. Das arbeiten eben auch ganz bewusst mit Feindbildern und Feinden. Und das ist neben dem Besetzen von Begriffen, gesellschaftlichen Debatten und Diskursen eben auch ein Element des sogenannten Kulturkampfes von rechts. Und ich würde das auch so ganz klar dort einordnen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1998 einer Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft gegen die extreme Rechte, Rassismus und Antisemitismus verschrieben. In ihrer Statistik zu Todesopfern rechter Gewalt zählt sie seit 1990 219 getötete Menschen und damit mehr als doppelt so viele wie die offizielle Statistik der Bundesregierung. Auf Anfrage der Linken im Bundestag gibt diese an, dass sich rechte Gewalttaten im Zeitraum von Juli bis September 2023 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hätten. Und sich vielleicht auch dann im nächsten Schritt überlegen, sich politisch zu engagieren oder auch schon allein Opfer von Angriffen werden, weil sie auf der Straße mit einem Davidstern oder mit einem Kopftuch angegriffen werden oder eben auch, da sind wir dann aber wieder jetzt nicht im Bereich der Shitstorms, als Geflüchtete in ihrer Unterkunft oder als Wohnungslose, die wir jetzt so als Opfergruppe von Rechtsextremen oder ich bisher auch noch gar nicht benannt hatte. Du hast jetzt vor allem die Ziele und Motivation der TäterInnen skizziert. Was geht denn bei den Opfern vor? Welche Auswirkungen haben gerade die verbalen und digitalen Angriffe auch auf das alltägliche Leben von Betroffenen? Ja, die Folgen, das kenne ich aus meiner Beratungsarbeit ganz massiv, können individuell eben der Rückzug sein. Und das ist ja eigentlich auch schon die schlimmste Konsequenz. Also der Rückzug vielleicht im ersten Schritt aus Online-Räumen, aus Kommentarspalten, also wo Menschen, ganz besonders Frauen, queere Menschen, Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte sich häufig sehr genau überlegen, ob sie sich überhaupt noch in Online-Räume begeben oder auch eigene Seiten oder Blogs überhaupt betreiben. Aber es kann eben auch zu einem Rückzug aus politischem Engagement, auch aus der Tätigkeit führen, als Folge dieser massiven psychischen Belastung. Also wir sprechen hier wirklich auch von traumatischen Belastungsstörungen, von Erschöpfungserscheinungen, von Depressionen, von auch der Unfähigkeit, weiter tätig zu sein, was sowohl JournalistInnen, aber auch PolitikerInnen und Engagierte berichten, kann tatsächlich zu Bewegungseinschränkungen führen, wenn Menschen eben sich nicht mehr sicher im öffentlichen Raum bewegen, nicht mehr an Veranstaltungen teilnehmen oder eben bestimmte ganze Orte oder Städte meiden. Oder sie werden gezwungen, was wir auch aus der Beratungsarbeit kennen, umzuziehen, weil sie eben nicht mehr sicher an ihrer privaten Adresse sind und das mit finanziellen Folgen verbunden ist, neben der Freiheitseinschränkung, weil die Bedrohungslage derart massiv ist. Und was hier vielleicht nochmal zu betonen ist, das ist eben genau für Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte seit Jahrzehnten Alltag. Und wir sprechen da öffentlich in Debatten erst so richtig drüber, seit es weiße PolitikerInnen und Menschen betrifft und betroffen hat. Diese Angriffe treffen dann Menschen, die nicht in das völkische Weltbild passen und auf politische GegnerInnen. Das sind Institutionen, PolitikerInnen oder engagierte AntifaschistInnen.
Diese Angriffe haben Folgen. Und auf der institutionellen Seite kann es eben tatsächlich auch zu einer Form von vorauseilendem Gehorsam kommen, in dem eben politisches Auftreten schon so vermeidend stattfindet. Also sich zum Beispiel Organisationen nicht mehr klar gegen die AfD positionieren oder keine klar antifaschistische, antirassistische Haltung mehr nach außen vertreten, um nicht in den Fokus zu geraten. Dies ist dann die ganz reale Verschiebung der Gesellschaft nach rechts. Die Grenzen des Sagbaren werden bewusst verschoben, Diskursräume werden immer enger und letztlich normalisieren sich rechte Positionen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Dies zeigt auch, von einer Mitte der Gesellschaft lässt sich eigentlich nicht sprechen. Was mir gerade nochmal sehr klar geworden ist, es gibt einzelne Bevölkerungsgruppen, die können de facto immer und relativ willkürlich Angriffen von rechts ausgesetzt sein. Ich frage mich, wie sieht das denn mit politischen AkteurInnen und Institutionen aus? Würdest du sagen, es gibt Betätigungsfelder, bei denen einfach mehr mit Angriffen von rechts zu rechnen ist? Ja, es gibt auch belegbar definitiv eine höhere Wahrscheinlichkeit, Opfer von Shitstorms zu werden, wenn es um die Themen Migration, Asyl oder wenn es um die Themen Gender und Feminismus, insbesondere Queerfeminismus geht. Und das ist etwas, was wir aus der Amadeo-Antonio-Stiftung, aus den Erfahrungen der Meldestelle Antifeminismus, die es seit letztem Jahr gibt, auch nochmal ganz besonders belegen können, dass es eben auch aus anderen Studien belegbar eine große Zustimmung innerhalb der auch sogenannten Mitte der Gesellschaft gibt, beispielsweise in der Leipziger Autoritarismus-Studie, ja auch zu einem hohen Maße Aussagen zugestimmt haben, wie wenn Frauen das mit ihren Forderungen übertreiben, müssen sie sich auch nicht wundern, wenn sie in ihre Schranken gewiesen werden. Neben den natürlich auch weiterhin belegten Zustimmungen zu Aussagen, dass Deutschland in einem hohen Maße überfremdet sei. JüdInnen, Sinti und Roma sind hier sicherlich auch noch mal zu nennen, neben MuslimInnen. Und wenn jetzt eine politische Gruppe, eine Partei oder Institution in einem der Felder schon aktiv ist oder gerne aktiv werden möchte, was empfiehlst du denn für Maßnahmen und Mittel, mit denen man sich im Vorfeld wappnen soll? Also was wir auch aus den Erfahrungen der Shitstorms, die ja tatsächlich auch mit dem Veröffentlichen der Meldestelle Antifeminismus einhergegangen sind, nochmal gelernt haben, ist, dass es ganz wesentlich zentral ist, im Vorfeld möglichst vieles an Strukturen zu schaffen. Und das heißt also sowohl Schutzkonzepte, Sicherheitskonzepte schon in Fördermittelanträgen, in Konzeptionen, in Planung mitzudenken und eben nicht erst, wenn dann der Shitstorm da ist, über Ressourcen und Finanzen nachdenken zu müssen, sondern ja so etwas schon von vornherein möglichst zu etablieren, da wo es auch möglich ist, in Organisationen so etwas wie Beschwerdemanagement und auch Hilfesysteme zu etablieren mit festen Ansprechpersonen, also die dann jeweils auch für diese Themen qualifiziert sind, aber auch die Kapazitäten haben, um entsprechende Beratungen durchzuführen. Eine Gefährdungsanalyse, also wir haben ja eben darüber gesprochen, dass bestimmte Themen und auch bestimmte Personen sehr viel eher gefährdet sind. Das heißt, was wir auch gelernt haben, auch im Rahmen der Stiftung, ist, dass es sinnvoll ist, ein Frühwarnsystem zu etablieren. Das heißt, zu gucken, welche Veröffentlichung, welche Veranstaltung bietet welches Potenzial an Shitstorm. Was kann da auch über ein Monitoring, in dem bestimmte Seiten oder Kanäle auch beobachtet werden, was ist darüber schon erkennbar an Gefährdung, um dann möglichst Briefings vorzubereiten, FAQs vorzubereiten. Auch das hat uns in den dann tatsächlich stattfindenden Attacken und Shitstorms sehr geholfen, um auch so einen Wissensstand herzustellen innerhalb der Organisation. Und vielleicht noch zwei Punkte, also neben dem Ressourcen dafür einzuplanen, auch sichere Räume zu schaffen, also so etwas wie Supervision, Intervision für Menschen auch kontinuierlich anzubieten, in denen es möglich ist, überhaupt Erfahrungen zu teilen und vor allem eben genau damit nicht allein zu bleiben. Also auch schon solche Dinge zu etablieren vorher, wie Hausrechte, auch Online-Diskussionsregeln, Netiquette, also auch ein digitales Hausrecht und
vor allem noch die solidarische Unterstützung von vielleicht im Moment gerade besonders betroffenen Organisationen, also hier auch sich solidarisch zu vernetzen, um sich da auch untereinander unterstützen zu können. Und wenn dann die Angriffe konkret reinkommen, was tut die Gruppe, Organisation oder Partei dann? Ja, sicherlich einer der wichtigsten Punkte, alles dokumentieren. Jede E-Mail, jeder Anruf, auch das ist eine Frage von Kapazitäten. Und vor allem sollten das vielleicht gerade nicht die direkt Betroffenen tun. Also hier wirklich auch die Betroffenenperspektive und den Betroffenenschutz als Hauptfokus zu haben und zu gucken, wie können hier die Belastung und auch die Aufgaben innerhalb des Teams verteilt werden. Wie kann, also ganz konkret zum Beispiel, ich eher die E-Mails oder die Kommentare von der betreffenden oder betroffenen Kollegin lesen, damit nicht sie oder er die Morddrohung oder Gewaltfantasien lesen muss, konkret angegriffene Personen wirklich aus der tatsächlichen Schusslinie gebracht werden. Also damit wirklich den Schutz an erster Stelle zu sehen und dann zu gucken, was braucht es hier an juristischer Beratung, was sind auch strafrechtlich relevante Inhalte, diese dann auch konsequent anzuzeigen, aber auch natürlich Opferberatung in Anspruch zu nehmen, psychische Beratung, eine Krisenintervention im besten Falle, da wo es die Kapazitäten hergeben, also eine Art von Taskforce zu bilden, bei der eben auch Wissen gebündelt wird. Und als letzten Punkt dann die Nachbereitung nicht vergessen, wenn das Ganze dann abflaut oder ein bisschen nachlässt, wirklich auch zu gucken, was können wir jetzt daraus lernen, was hat gut funktioniert, was nicht, wo müssen wir Hilfesysteme noch verbessern. Die betroffenen Personen sind sehr wahrscheinlich damit überfordert, auch noch sagen zu müssen, was brauchen Sie jetzt, welche Form der Unterstützung wäre jetzt am besten und dafür am besten auch noch die Pläne zu erstellen, sondern das sollte vorher oder von anderen passieren. Das waren jetzt Handlungsempfehlungen für, grob gesagt, Institutionen. Was empfiehlst du Einzelpersonen? Was könnte ich beispielsweise als Betroffener im Fall eines Shitstorms tun? Ja, das Wichtigste ist aus meiner Sicht hier unbedingt der Selbstschutz. Wie kann ich meine privaten Daten schützen? Natürlich schon im Vorfeld Melderegister sperren, also etwas. Und dann Exit-Strategien für mich zu entwickeln, wo ich auch sage, genau das lese ich jetzt nicht mehr, das gucke ich mir nicht mehr an. Da hole ich mir Unterstützung und vielleicht als andere mutmachende Perspektive, die wir auch im Zuge der Meldestelle Antifeminismus entwickelt haben, das auch mal als eine Sichtbarkeit meiner Arbeit zu nehmen und uns und unsere Arbeit vielleicht auch umso mehr zu feiern und zu sehen, dass es hier offensichtlich auch Wirkung zeigt. Das klingt ein bisschen nach Wildem Westen, in dem alle eigentlich machen, was sie wollen. Kannst du mal kurz sagen, was sind denn die konkreten staatlichen Rahmen und Regelungen? Also es gibt eine gestiegene Sensibilität, es gibt auch neue Gesetze. Wir haben seit zum Beispiel 2021, glaube ich, das Gesetz zu Feindeslisten als eine Konsequenz ja auch von dieser Strategie, auch von Rechtsextremen mit Feindeslisten zu arbeiten, was wir auch aus dem NSU-Komplex 2.0 kennen. Und wir haben auch solche Forderungen aus dem letzten Jahr von der Bundesbeauftragten für Integration und Antirassismus, dass es noch mehr Datenerfassung und Schutz- und Präventivmaßnahmen braucht. Es braucht nach wie vor die Einführung von qualifizierten Ansprechpersonen bei Polizei und Sicherheitsbehörden. Denn das ist etwas, was uns auch mit der Meldestelle Antifeminismus immer wieder von Betroffenen gemeldet wird, gerade von mehrfach betroffenen Personen, dass die Polizei nicht die unterstützende Instanz war im Nachgang von Angriffen oder Bedrohungen. Wir haben die Erkenntnisse aus dem NSU-Komplex oder auch hier in Berlin aus einem ähnlichen, nennt sich Neukölln-Komplex, von rassistischen Morden mit einer Aufklärungsquote von 0%. Also da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben, was staatliche Maßnahmen betrifft und vor allem eben auch eine langfristige Finanzierung von demokratischen, von antirassistischen und antifaschistischen Projekten und Organisationen, um nicht auch auf diesem Wege den Extremrechten immer wieder in die Hände zu spielen. Wenn du jetzt sagst, staatliche Institutionen sind nicht die besten UnterstützerInnen für Betroffene, nenn uns doch ein paar Institutionen, wohin sich Opfer rechter Attacken wenden sollen.
Ja, also ganz wichtig, und die gibt es ja in allen Bundesländern, sind immer die mobilen Beratungen vor Ort und die Opferberatungen vor Ort, häufig ja auch in den Landesdemokratiezentren vernetzt oder zusammengefasst. Dann, weil wir auch viel über den Online-Bereich und über Shitstorms gesprochen haben, unbedingt solche Organisationen wie Hate Aid, die sowohl bei der Einordnung unterstützen, aber auch juristische Begleitung und Unterstützung anbieten, sowie das auch einzelne Opferberatungsstellen anbieten können. Cura würde ich hier noch ganz explizit auch als Opferfonds nennen, sicherlich auch, weil es Teil der Amadeo-Antonio-Stiftung ist und ich deswegen die Arbeit besonders gut kenne, aber weiß, dass sie eben auch zum Beispiel finanzielle Unterstützung leisten können, wenn denn tatsächlich ein Wohnortwechsel notwendig ist oder das Schützen der privaten Daten. Und auf diesen Seiten finden sich dann auch weitere nochmal fachspezifische Anlaufstellen, die dann auch regional die entsprechende Expertise haben. Ich bedanke mich bei Wiebke für das spannende Gespräch und natürlich bei allen Zuhörenden. Wer Hilfe und Unterstützung gegen rechte Angriffe braucht, findet ersten Kontakt in den Shownotes. Bevor wir diese Folge schließen, ist Wiebke dazu eine Sache noch besonders wichtig. Eine Dimension von rechten Angriffen, die häufig hinten runterfällt, aber immer mitbedacht werden muss. Auch bei rechten Angriffen hat es immer eine Gender-Dimension. Also Frauen und queere Menschen sind grundsätzlich gleichermaßen gefährdet und betroffen von rechten und extrem rechten Angriffen. Aber Frauen werden zusätzlich häufig auch Opfer von Gewalt aufgrund dessen, dass sie Frau sind. Und nicht nur für Online-Räume ist das belegt, sind geschlechtsspezifische Formen von Bedrohung und Angriffen besonders belegt. Sexualisierte Drohungen, Drohungen wirklich mit Vergewaltigung, mit eben auch Femiziden. Und eben immer wieder auch damit, das kennen wir auch von führenden oder bekannten Politikerinnen, immer wieder eben auch Angriffe, die sich auf ihr Frausein beziehen, auf ihr Aussehen, auf ihre sexuelle Identität oder eben auch dann auf ihre Familie und auf ihre Kinder. Und das sind dann so Punkte, bei denen dann manche auch entscheiden, dass hier jetzt eine rote Linie überschritten ist, sowohl engagierte JournalistInnen oder auch Lokalpolitikerinnen sagen dann manchmal, sowohl was sexualisierte Drohungen betrifft, aber auch wenn ihre Kinder oder Familie mit einbezogen werden, dass dann hier tatsächlich sich die Frage stellt, ob das noch wert ist, das Engagement, diese Gefahr einzugehen. Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 4: Rechte Angriffe und Bedrohungen mit Wiebke Elze. In der nächsten Folge sprechen wir mit Sebastian von Demos e.V. über extrem rechte Immobilien und Gegenstrategien. Redaktion hatte Tillmann Schröder, redaktionelle Unterstützung Antonia K., Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.